Ein letztes Mal fällt der Vorhang im Jahr 2017 in der deutschen Eishockeyliga. Die Krefeld Pinguine treffen auf die Iserlohn Roosters. Rob Daum und Rick Aduno vor der Partie im Gespräch. Es beginnt etwas nicklig. Iserlohn in weiß, Krefeld in schwarz. Ein paar Meinungsverschiedenheiten zum Auftakt in dieses Westderby. Viele Fans aus Iserlohn sind mit angereist und sehen eine erste gute Kombination und den ersten Abschluss der Roosters. 1-0. 14. Spielminute, Capo Russo mit dem Treffer für die Gäste. Krefeld in Überzahl. Omicevic, 19. Spielminute. Klasse Pass auf Justin Fieser. Der Ausgleich für den KIV. Super Übersicht von Dragan Omicevic, Justin Fieser mit dem Ausgleich. Haben die Roosters Fieser aus den Augen gelassen. Rick Aduno natürlich zufrieden mit diesem Treffer. Rein ins zweite Drittel. Das startet mit einem Powerplay für die Gäste. Und auch die können Powerplay. Jack Whitener mit der erneuten Führung für die Roosters. Zunächst der Schuss. Petzold mit den Schonern unten, aber Whitener verwertet den Abpraller. Krefeld sicherlich nicht schlechter als die Roosters mit Keusen. Und Matthias Lange, der heute im Tor stand, mit einer guten Parade. Auf der anderen Seite dann nochmal die Roosters. Weidner für Brown. Und Glück für Petzold, dass der Puck nicht ins Tor gegangen ist. 2-1 also die Führung für die Gäste. Rein ins letzte Drittel. Trivilato! Ausgleich. 46. Spielminute. Strammer Schuss. Abgefälscht von Eklund. 2-2. Und Krefeld macht weiter. Kommt zur nächsten Chance. Trivilato, der wird doch nicht, der wird wohl. 3-2. Keine Wiederholung vom Tor vorher, sondern nochmal draufgehalten. Und auch der passt genau ins Eck. Pinguine drehen also die Partie. Ohrendorf mit dem Fehler. Omicevic. Omicevic, Tor. Kein Tor, sagt der Schiedsrichter. Entsetzen bei Dragan Omicevic. Viele Diskussionen. Und am Ende geht es darum, Müller behindert er den Torhüter, aber von Ohrendorf auf Lange drauf gestoßen. Und deshalb entscheiden die Schiedsrichter am Ende auf Treffer für die Pinguine. 4-2, 51. Spielminute. Die Roosters, 6 Minuten haben sie noch, um 2 Treffer aufzuholen. Schmidt, und auch der ist drin. Der Tag der Fernschüsse heute. Petzold ohne Sicht. Und Schmidt bringt die Roosters wieder ran. Dann riskieren sie alles, nehmen Matthias Lange raus, die Roosters. Und da steht Jack Holmes. Und er macht knapp 60 Sekunden vor dem Ende doch tatsächlich noch den Ausgleich. 4-4. Die Pinguine über 60 Minuten die bessere Mannschaft, aber bringen es nicht zustande, 3 Punkte zu holen. Dann geht es in die Verlängerung. Und da spielen die Krefelder gar nicht gut. Umso besser aber Costello. Costello! Iserlohn gewinnt in der Verlängerung mit 5-4 gegen die Krefeld-Pinguine. Dank dieses herausragenden Treffers von Chet Costello. Guter Move von Costello. Und der ist natürlich nach dem Spiel sehr zufrieden.
Yeah, it's a tough game there, trying to make a playoff push. And it was a battle all the way, and I'm proud of our guys for not giving up to the last second there. Ja, wir tun uns unheimlich schwer, in der Overtime zu gewinnen. Ich weiß auch nicht, warum. Schade, weil wir hätten sicherlich einen Sieg verdient heute. Die Roosters springen auf Platz 6 in der Tabelle durch die 2 Punkte in Krefeld. Und die Pinguine bleiben Tabellenvorletzter.